Tag 50, den Sadatschisten. Jawohl. Willkommen in der Irrenanstalt. Ja, willkommen in der Familienanstalt. Wir sind alle ganz normal hier. Aber Vanni kenne ich schon. Vanni kenne ich schon von Andi. Und von Lila. Oh nein. Achso, nee, die haben an meinem Grab getrauert. Kann ich die Steine haben? Danke, da ist nichts mehr drin. Ihr betet alle fleißig. Ich habe keinen Toten zu beklagen oder sowas. Ich glaube nicht. Christian hat... Okay. Christian macht die Sachen hier. Eventuell, vielleicht macht er sie auch nicht, wer weiß. Warum hätte ich gerne der Ocarina of Time die Zeit zurückzuspulen? Obwohl, ich glaube, das wäre nicht gut. Man kann sie ja zurückspulen. Drei Leute sind krank. Okay, die sind aber auch im Bett. Und die Lottozahlen zu erfahren. Hey, 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 hey! Der hat mir mein Holz geklaut. Was ist das denn? Ich wusste nicht, dass die Spinnen auch Sachen klauen. Alter. Komm her! Okay, da sind noch ein paar Sachen drin. Da sind noch ein paar Sachen drin. Da kann ich noch was einsammeln. Aber dann sind wir, glaube ich, heute... Ich koche mal noch was, weil ich gehe jetzt fort. Na, guck mal, ich kann eine leckere Fischmahlzeit zubereiten. Da brauche ich wieder ein Schwertfisch für. Nur noch ein paar Grasmahlzeiten. Damit die zufrieden sind, weil dann gehen wir jetzt mal auf Streifzug. Und versuchen, den nächsten Boss heute zu killen. Weil ich glaube, den zweiten Boss werden wir heute... Also beide Bosse werden wir, glaube ich, heute nicht schaffen. Christian! Du musst sagen, wie es dir geht. Daniel schreit danach. Und dankeschön, Daniel. Den habe ich voll, den habe ich voll. Da habe ich eins. Das ist... Aua, da habe ich eins. Da habe ich zwei. Wir nehmen den. So. Gucken wir mal, was wir kriegen. Schild ist klar, um 10 Rutsche seine keinen Schaden zu erleiden. Erhalte die doppelte Lebensenergie. Erhalte Bonusressourcen. Erhalte. Oh, zusätzliches Herz ist gut. Chi, wenn du zu einem Moment zurückreisen könntest, dieser Moment der einzige wäre, den du noch erleben kannst. Für welchen Moment will. Oh, okay, Dave, das ist eine sehr tiefe Frage. Oh Gott. Kann es sein, dass ich gleich anfange zu weinen? Aber es wäre der Tag vor dem Tod meiner Oma. Ich glaube, ich muss nicht erklären, warum, oder? Also sonst fange ich wirklich an zu weinen. Ich habe jetzt schon eine Klose im Hals, wie man vielleicht merkt. Ah. Oh ja, geil, der Hammer wieder. Yes. Ja, das ist gut. Nicht weinen musst du nicht ausführen. Okay. So. Wir nehmen das Holz natürlich mit, weil es wichtig. Wie wir alle wissen, gibt es Holzknappheit in diesem Spiel. Und der Hammer ist richtig geil. Es ist schade, dass ich keine Tarotkarte habe mit mehr Geschwindigkeit. Ja, dann wäre er tatsächlich noch besser. Aber vielleicht finden wir die irgendwann. Dieselbe Frage auch an Daniel und Christian. Ja genau, Christian, Daniel. Welcher Moment wäre es bei euch? Ach, du gehst mir auf den Sack, weißt du das? Es scheint, als könntest du weder durch Krankheit noch durch Hunger aufgehalten werden und er bringt dich jedes Mal stärker von den Toten zurück. Du musst wissen, dass es nicht meine Idee war, die rote Krone zu verstoßen. Meine Geschwister, die anderen Bischöfe sind dafür verantwortlich. Bitte, ich flehe dich an. Verschone mich, töte Shamura, aber schicke mich nicht in meinen Tod. Schick mich nicht zu ihm. Du wirst meinen Tempel nicht finden. Ich werde hier sicher sein. Ja, ich werde in Sicherheit sein. Ich werde dich umbringen.
Ziemlich sicher werde ich dich umbringen, mein Freund. Du hast Unheil über meinen Kult gebracht. Das muss bestraft werden. Okay, Daniel überlegt noch. Wo Daniel zurück möchte. Aua, 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 aua. Aua. Das war nicht nett. Ich bin halt nicht smart. Natürlich. Ah, manchmal könnte ich mir selber so... Mein Mikrofon ist heute ein bisschen hoch. Mir selber so in den Arsch beißen. Du bist mir... Ja, ich weiß schon. Weißt, ich denke mir noch... Ah ja. Der buddelt weg und dann macht er die Tentakeln raus. Du darfst du nicht wieder hingehen. Was mache ich? 10 Sekunden später genau dasselbe wieder. Ey, ich bin so stupid. Dabei könnte ich noch nicht mal von mir behaupten, dass ich heute extrem müde bin. Es geht sogar. Ich hatte heute einen sehr chilligen Arbeitstag. Gut, ich habe ein bisschen was gelernt, weil ich mich tatsächlich angefangen habe, fortzubilden. Mhm, ihr habt richtig gehört. Aber es war trotzdem recht chillig, weil ich auch Überstunden hatte, die ich abbauen musste. Toll. Huch! Und dann, uah. Und dann hatte ich, und ich hatte nicht viel zu tun und dann... Haben wir es jetzt? Und ja. Ich bin nicht müde. Das ist eigentlich die Kernaussage aus dem Ganzen. Von dem, was ich vor 5 Minuten angefangen habe zu sagen. Der Tag, an dem ich meinen Vater letztens in meinem Krankenhaus gesehen habe, um mich richtig zu verabschieden. Platz Nummer 2 ist der erste Kuss mit der wunderbaren Frau auf meinem... Oh, Christian. Gleich hat die Zeit zurück, den um meine Urgroßmutter zu sehen, wenn einfach super nice seid. Oh. Es ist irgendwie schön, dass wir alle in so ähnliche Situationen zurückreisen würden. Aber jetzt, Dave, musst du auch sagen. Was ist bei dir? Wo würdest du nochmal hin? Aua. Ach, du bist doch gar nicht tot. Dann stirbst du halt jetzt. Das war eine Sackgasse, okay. Das war eine längere Sackgasse. Ah, sie ist nicht mehr krank, sehr schön. Uah. Für den Tag zurück, da sehen wir eine erste Freundin namens gestorben ist, um zu verhindern, dass wir das machen, was wir... Oh, uiuiui. Manchmal wäre es doch irgendwie schön, wenn man... in der Zeit zurückreisen könnte, ne? Wo ich das gerade so höre. Alter. Alter. Das ist das reinste Massaker hier. Oder zumindest so wie bei... Nee, wie bei Harry Potter kann man es nicht vergleichen mit dem Spiegel in der Hege. Weil da sehen wir das, was wir, das wir uns vom Herzen wünschen. Aber wisst ihr, halt so ein Spiegel, wo man die Leute dann wieder sehen könnte. Das wäre doch schön, wenn es sowas gäbe. Nennt man auch Bilder, aber ist okay. Alter. Es ist mir noch selber aufgefallen, ja? Seid nicht so böse mit mir. Beziehungsweise zu streng mit mir. Alter, das ist ja ewig weit. Einmal ein Stein. Oh, danke schön, Daniel, für deinen Lurk-Support.
Geh mal zu Fragezeichen. Ne, geh mal den mittleren Weg. Da gibt's zweimal Essen. Ein Heraus... Ach, das ist... Aha. Hallo, der Kreuzfahrer. Setz dich durch, wenn du die nächste Kampfreihe abschließt. Ohne auszuweichen, gehört dir eine Belohnung. Aber wenn du versagst nun, dann gibt es nichts für dich. Okay, ich darf nicht ausweichen. Das wird spannend, weil mittlerweile habe ich doch gelernt, in diesem Spiel auszuweichen. Das ist wahrscheinlich eines der ersten Spiele, in dem ich gelernt habe, auszuweichen. Das kommt bei mir nicht so oft vor, deswegen hoffe ich, genieße es ihr. Oh, wow. Keine Ausweichrolle. Ah ja, gut, hier kommt Gemüse. Wir haben nur ein Kampf-Ding. Warum denn eigentlich heute so Deep Dave? Ja, stimmt. Warum heute so Deep Dave? Oh nein, ihr entscheidet über mein Schicksal. Seid ihr bitte lieb? Ich bin heute irgendwie dumm. Ah, da gehen die Räume da erst los. Das war wahrscheinlich noch kein Raum, ne? Oh. So, für was habt ihr entschieden? Dankeschön. Aber ich hab... Lol. Ich habe einen Schaden genommen, aber es haben gerade die 10% gegriffen, wo ich keinen Damage davon gekriegt habe. Lol. Ihr wart gerade voll unnötig zu mir, böse. Ha! Karma! Ach, aber wann interessieren mich solche Fragen? Du kannst gerne öfter solche Fragen schreiben. Aua! Alter, nicht ausweichen dürfen. Aua, ist echt gemein. Geh weg. Okay, ich habe aber den ersten Raum geschafft. Oh ja, ein Herz. Give it to me. Bübe. Ich habe ja heute übrigens einen Staubsauger gekauft. Ich war heute so wirklich, wahrlich, physisch in einem Saturn und habe mir einen Staubsauger gekauft. Ich bin mir auch nur ein bisschen blöd vorgekommen, mit dem Staubsauger wieder zurückzufahren. Hi. Quer durch die U-Bahn. Aber der heilt die. Geh weg. Der heilt die. Da heilt die aber mich nicht. Weg. Jetzt ist er weg. Stirb! Stirb! Jawohl. Der zweite Raum ohne Ausweichrolle. Ja, ein halbes Herz. Und was habe ich mir noch gekauft? Ich habe mir Kekse gekauft. Was habe ich mir noch gekauft? Ich habe ja auch Make-up gekauft. Neues, weil mein altes ist leer. Trainer noch gekauft. Ich habe mir auch Shampoo gekauft. Und Ofenreinigungsspray. Und Klosteine. Das war so mein Einkauf heute. Habe ich noch irgendwas Spannendes gekauft? Ich glaube nicht. Büdelebu, willst du einen Blick auf die schönsten Antiquitäten aus den Ländern des alten Glaubens werfen? Genau, solange meine Schiffe fahren, wird Plimbos Geschäft geöffnet. Wenn ihr das Lust auf mehr macht, besuche mich in meiner Zuflucht. Lauter feine, legal erworbene Waren. Har, har. Das wäre was für Teig. Also nur legal erworbene Waren. Die Schmugglerstätte. Lieber halt auch so Spiele wie Never Have I Ever oder sowas. Man lernt so viel über Personen. Das stimmt. Wenn da mal eine Stream-Version draus machen. Vielleicht fällt mir dazu irgendwas ein. Ich bin zurzeit relativ kreativ, was Sachen angeht. Also was so Stream- und Formatsachen angeht. Vielleicht fällt mir da irgendwas ein. Oh nein. Aua. 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 Yes. Ja, da guckst du mal, ne? Hättest du nicht gedacht. Na, du bist ja wohl was ganz Besonderes, wie? Du hast die Herausforderung abgeschlossen. Hm, was sollst du bekommen? Ich denke, das ist eine ordentliche Belohnung. Yeah, eine neue Tierform.
Lila, hallo. Wie geht's dir? Hab ich dich heute schon gefragt? Egal, wie geht's dir jetzt? Wie war Essen gehen? Mit den Leuten. Ach, ich darf wieder ausweichen. Ja, ich darf wieder ausweichen. Bums. Bums. Ja, hat sie von alleine erledigt. Ich bin tot. Der Tag war anstrengend as fuck, aber Essen war mega. Was gab's denn zum Essen? Dann bist du jetzt hoffentlich in einer Chill-Position, spielst Ark oder ähnliches Entspannendes und machst heute einfach nichts mehr. So. Alter! Weg. Weg. Aua! Du Krabbenvieh. Aua. Wie gemein die sind. So. Bin ich jetzt dann eigentlich durch? Ich glaube schon, der nächste... Die nächste Ebene ist Endboss-Ebene. Hallo Red! Man hört sich nicht so gut an. Was los? Bin zur Stelle, um aufzumuntern. Oder um abzulenken. Je nachdem, was man braucht. Aufmunterung, Ablenkung. Ich hab mich das Thema doch etwas... Oh, Daniel. Dann bin ich hier für Ablenkung. Kaputt von gestern. Oh nein, was war denn gestern? War zu viel gestern. Was denn? Der türkische. Vergiftung, jawohl. Geburtstag. War es denn zu viel Alkohol? Ach nee, ich krieg noch mal Gemüse. Hattest du Geburtstag? Wer hatte Geburtstag? Ich hoffe nicht du. Oh Gott. Bitte lass mich keinen Geburtstag vergessen haben. Scheiße, Red, du hattest Geburtstag. Happy Birthday, Red! Oh Mann, es tut mir so leid. Ich bin so schlecht in Geburtstagen, was keine Ausrede dafür ist. Sorry. Happy, happy Birthday nachträglich. Oh Mann. Ich brauche echt so einen Wandkalender für sowas. Eieieiei. Ich hoffe, du hast schön gefeiert. Und 25 ist eigentlich ganz cool. Ich muss morgen nochmal übrigens einkaufen, damit ich meine grauen Haare da überfärben kann, mal langsam wieder. Es werden echt viele. Geht nur noch bergab. Ach, Quatsch. Wenn du es richtig anstellst, geht es nur noch bergauf. Habe ich am Montag... Aua. Habe ich am Montag selbst bewiesen? Also, gestern... weil ich war ja gestern beim Paul. Und ich habe beim Paul zum ersten Mal, ungelogen, zum ersten Mal eine Figur alleine geschafft. Normalerweise habe ich die immer nur mit Hilfestellung geschafft oder indem ich mich mit dem Bein festgehalten habe zusätzlich. Gestern habe ich sie zum ersten Mal alleine geschafft. Und das mit 27. Am Arsch, es geht nur noch bergab. Wir waren in einer Burgerbude und es gab einen Burger, voll vegan, mit veganem Speck und Patty dazu, Salat, Tomate, Meerkornbrot und leckerer Burgersoße, einem Topf Pommes mit veganem Mango-Senf, Ketchup und Salatcreme. Je nach Wunsch ein riesen Glas Apfel-Rhabarber-Schorle und danach dann Frozen Joghurt mit Beeren. Oh, Alter, Lila. Ich hatte schon Essen und ich habe mich voll überfressen, aber ich kriege jetzt gerade noch Hunger. Wie gut, dankeschön. Deswegen... Es geht nicht bergab. Man muss es nur richtig anstellen. Danke schön, Red. Ach, soll ich die Zeit gerne 20 Jahren zurückdrehen? Glaube ich dir, Daniel. Aber wir müssen das Beste draus machen.
Und einfach die Erinnerung an die Person aufrechterhalten. Ich weiß, das ist voll der cheesy Spruch, aber er stimmt halt wirklich. Ich meine, der Tod von meiner Oma ist auch schon eine ganze Weile her. Aber deswegen bin ich trotzdem nicht, feig davor, einfach random anzufangen zu heulen, wenn ich zu viel dran denke. Wie ihr vorher auch gerade gemerkt habt.